Du hast einen Bilderrahmen und möchtest daraus einen Objektrahmen machen? Ich zeig dir, wie das geht. Mein Name ist Luca von allesrahmen.de und in diesem Video zeige ich euch genau das. Wir nehmen einen herkömmlichen Bilderrahmen und machen daraus einen Objektrahmen mit der Hilfe unseres Unibox Erweiterungssets. Die Montage unseres Unibox Erweiterungssets benötigt lediglich 4 Schritte, von daher fangen wir sofort an. Falls ihr noch nach Inspiration sucht, um euren Objektrahmen zu gestalten, schaut gerne mal in die Infobox, da haben wir ein Video gemacht, wo wir euch 4 kreative Gestaltungsmöglichkeiten näher bringen. Also, fangen wir mit der Montage an. Wir haben jetzt den Bilderrahmen Boulay von Mira hier. Dieser ist im Format 30x40 cm. Im gleichen Format haben wir natürlich auch unser Unibox-Erweiterungsset bestellt. An dieser Stelle sei gesagt, dass es für das Unibox-Erweiterungsset wichtig ist, dass der Bilderrahmen eine bestimmte Falzhöhe hat. Die Falzhöhe ist ein Maß im Rahmenprofil, welches angibt, wie viel Platz für Glasscheibe, Bild und Rückwand für den Bilderrahmen zur Verfügung stehen. Im ersten Schritt der Montage kümmern wir uns erst einmal um unseren Bilderrahmen. Den drehen wir uns einmal auf die Rückseite. Dann fangen wir nun an, indem wir die Rückwand unseres Bilderrahmens entfernen. Dann entfernen wir außerdem unser Bild, sodass wir nur noch unseren Bilderrahmen und das Glas übrig haben. Dann legen wir uns unseren Bilderrahmen mit dem Glas zur Seite, nehmen uns unsere Unibox und drehen sie auf die Rückseite. Jetzt haben wir hier auch eine Rückwand, die wollen wir erst einmal entfernen. So, dann bleibt also unser leerer Rahmen von unserem Unibox-Erweiterungsset übrig. Und dann nehmen wir uns jetzt unseren leeren Rahmen und legen ihn mit der Vorderseite auf unseren Bilderrahmen mit dem Glas. Perfekt, aufgrund der richtigen Maße geht das auch super leicht. Als nächstes nehmen wir uns unser Bild und unsere Rückwand und legen sie einfach in das Unibox-Erweiterungsset ein. Wenn ihr jetzt ein Passepartout habt, was ich gerade schon mal angesprochen habe, dann gibt es 2 Möglichkeiten, das anzubringen. Zum einen könnt ihr das Passepartout direkt an die Glasscheibe anlegen. Andernfalls könnt ihr das Passepartout natürlich direkt vors Bild legen und nach der Unibox mit dem Bild zusammen und der Rückwand einlegen. Das sieht doch schon mal richtig toll aus. Jetzt müssen wir es nur noch fixieren. Wir haben hier diese Nutfedern, die wir vorher schon in unserem Bilderrahmen hatten, und schieben sie einfach ein. Diese Nutfedern steckt ihr einfach in die Nuten des Bilderrahmens und schiebt sie fest. Anderenfalls kann es natürlich sein, dass ihr bereits eine Rückwand mit sogenannten Drehfedern besitzt. Diese könnt ihr natürlich auch einfach einlegen und verschließen. Dann verschrauben wir noch unser Unibox-Erweiterungsset mit dem Bilderrahmen, sodass eine richtige Unibox entsteht. Für diesen letzten Schritt brauchen wir 4 sogenannte Befestigungswinkel, 8 dazu passende Schrauben, ein Lineal oder ein Zollstock beispielsweise und ein Schraubendreher. Die Handschuhe ziehe ich mir an der Stelle aus, wir kommen nicht mehr mit dem Bilderglas in Kontakt. Dann nehmen wir uns unser Messinstrument und messen die erste Seite unserer Unibox. 44 cm in diesem Fall, markieren uns die Mitte mit einem Bleistift und setzen da den Befestigungswinkel an. So, dann nehmen wir uns eine Schraube, setzen sie an. Super, da das Holz weich genug ist, braucht ihr auch keinen Akkuschrauber. So, die erste Schraube ist drin, jetzt können wir uns unser Konstrukt nehmen, noch ist nicht verbunden. Setzen die zweite Schraube an und wir drehen das Ganze, um von oben nach unten schrauben zu können. Okay Leute, das geht extrem leicht, ich muss kaum Kraft aufwenden. Und somit haben wir den ersten Befestigungswinkel montiert. Und ich merke es auch schon, es wird schon ein bisschen gehalten, es fällt nicht direkt raus. Aber das machen wir natürlich jetzt noch an den restlichen 3 Seiten. So Leute, jetzt sind alle Befestigungswinkel befestigt und ihr könnt ganz klar sehen, ich halte jetzt die Unibox nur am Bilderrahmen. Das heißt, wir haben unseren Job gut erledigt. So sieht das Ganze jetzt aus. Das könnt ihr euch jetzt noch an die Wand hängen. Dafür gibt es sogenannte Zackenaufhänger. Manche Rückwände haben Aufhänger, aber auch schon mit dran. Also das ist der Zackenaufhänger. Da brauchen wir jetzt nochmal 2 Schrauben für. Und dann markieren wir uns die Mitte und schrauben ihn fest. Okay, unser Zackenaufhänger ist angebracht. Damit hängt das gesamte Gewicht nun an der Unibox und nicht nur an der dünnen Rückwand. Cool. So, dann war das unser Video zum Unibox-Erweiterungsset, wie ihr aus eurem Bilderrahmen eine Unibox machen könnt. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten. Schaut gerne auf unserem Kanal vorbei oder hier in der Infobox, falls euch noch andere Videos interessieren könnten. Ansonsten sehen wir uns auf unserem Kanal bei allesrahmen.de im Onlineshop und im nächsten Video.